wer gesund und fit ist und sich gut ernährt, kann auch wesentlich mehr im Job bringen. Wenn eine Führungskraft keine Empathiefähigkeit mitbringt, dann funktioniert das nicht in der heutigen Zeit. Denn das wird tatsächlich von den Mitarbeitern erwartet. Und wenn ich die Mitarbeiter an das Unternehmen binden will, dann brauche ich das. Ich sage mal, der Arbeitsmarkt verändert sich gerade. Also ich muss tatsächlich umdenken, ich muss mit viel Empathie wirklich letztendlich führen. Der Körper muss belastet werden, muss bis ins hohe Alter belastet werden, weil der Körper hat ein ganz einfaches Grundprinzip, use it or lose it, also benutze es oder es baut ab. Das heißt, wenn ich mich schone, schone ich mich definitiv krank.